Hallo und herzlich willkommen bei der Kinderbibliothek. Mein Name ist Winke Bönig. Heute möchte ich Ihnen eine virtuelle Leseprobe von Mathilda und der Großmaulfrosch von Brigitte Endres geben. Die Illustratorin ist Sabine Wiemers. Das Kinderbuch, ein Bilderbuch, ist bei Nilpferd in Residenz im österreichischen Kinderbuchverlag erschienen. Hardcover, umfasst 40 Seiten. Für 14,90 € und wir schauen mal kurz in das Buch hinein. Hier sehen wir, wie die Mutter das Glas, das Gurkenglas öffnet und ein Frosch herausspringt. Und man sieht wunderschön die Spielereien mit dem bekannten Grimmschen Märchen, der Froschkönig. Das ist die Familie König mit den drei Königstöchtern, dem Pudel, der die Krone aufhat, hier hinten die Krone auf der blauen Tapete und ganz wunderschön. Ich gehe mal ein bisschen näher an. Das sind diese Illustrationen, die fast schon wie fotografisch wirken und Sabine Wiemers hat hier auch so ein bisschen damit gespielt, mit so einem frischen Design. Blätter mal hier so kurz durch. Und ganz kurz eine kleine Leseprobe. Als Frau König am Sonntag um 11:30 ein Glas Prinzessbohnen öffnete, hüpfte ihr ein kleiner Großmaulfrosch entgegen. "Ii!", schrie Frau König und ließ den Deckel fallen. "Quack!", quackte der Frosch und sprang auf den Tisch. Frau König schrie "Ii!" und "Pfui!" und "Oh Gott, oh Gott, oh Gott!", bis alle Königs zusammenliefen, sogar der Königspudel und Oma König mit ihrem Stock. "Was ist los?", riefen Herr König, die große Schwester, die mittlere Schwester und Mathilda, die kleine Schwester. Und der Königspudel knurrte, weil er Frösche grundsätzlich nicht leiden konnte. Oma König aber zeigte mit dem Stock auf den Tisch. "Was ist das für ein grüner Wicht? Ein Großmaulfrosch? Ich glaub es nicht." Das Buch, erfreut durch diesen frischen Text, diese Anspielungen und ja, und Spiele mit dem Grimmschen Märchen, das Froschkönig und durch die schönen Illustrationen. Die genaue Rezension finden Sie in meinem Blog kinderbibliothek.blogspot.com. In der Infobox zu diesem Video baue ich nochmal den ganzen Link zu der Buchbesprechung ein. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem sehr empfehlenswerten Bilderbuch von Brigitte Endres, Mathilda und der Großmaulfrosch. Und auch sonst viel Freude bei Ihrer Kinder- und Jugendbuchlektüre. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.